Herzlich willkommen, liebe Fans der Pflanzen und Zombies, zu einem neuen Video zu Plants vs. Zombies 2. In dem heutigen Video wird es alles rund um die brandneue Pflanze, das Tigergras, gehen. Was kann das Tigergras? Welche Kombination kann man mit ihm besonders gut spielen? Und vor allen Dingen, welche mysteriösen Verwandlungen wird das Tigergras einnehmen? All das und noch viel mehr erfahrt ihr in dem heutigen Video. Also, legen wir mal los mit dem Lexikon-Eintrag. Und zwar kostet das Tigergras 150 Sonnen. Es lädt sich innerhalb von 7 Sekunden auf und übt 40 Schaden aus. Es hat noch einen Spezialdünger-Power, nämlich den ultimativen Tiger. Was es mit dem auf sich hat, werden wir noch im Verlauf des Videos sehen. Ansonsten hat es spezielle Besonderheiten, auf die wir ebenfalls noch zu sprechen kommen werden. Tigergras erzeugt einen Grastiger, der sich auf Zombies in der Nähe stürzt und sie angreift. Und dabei ist das Besondere hieran, dass das nicht, wie beim Pak Choi oder bei der Wasabi-Peitsche, nur auf ca. 2 Feldern Entfernung ist. Nein, hier sind wir ganze 5 Felder Entfernung. Das heißt, wir haben hier eine, ja, Fernkampf-Brutalo-Pflanze, was ja eigentlich sie widerspricht, aber so ist es nun mal. Die Besonderheit hierbei ist, lässt mit der Zeit einen Grastiger wachsen. Oh ja, und der hat es ordentlich in sich. Tigergras wartet. Und in ihm wartet der Grastiger. Seine Zeit wird bald kommen und dann wird alles zerfetzt. Haha, ganz genau so ist es und das werden wir jetzt auch im epischen Auftrag sehen. Kriegen dabei auch, wie es sich gehört, von Penny eine kurze Introduction. Pflanze Tigergras, um aggressive Grastiger wachsen zu lassen. Simpel, und da sehen wir schon, da ist der Grastiger. So, jetzt zieht er sich wieder zurück und bedeckt sich dann im Tigergras. Das heißt, wir haben einen Grastiger und das dazugehörige Tigergras. Der ist jetzt hier auch im Nahkampf. Und setzen wir ebenfalls mal den nächsten. Stellen es direkt mal auf schwer, beziehungsweise auf schnell. So, und da haben wir es jetzt schon gesehen. Der hat jetzt den Zombie auf 5 Feldern Entfernung angegriffen. So, und er stürzt sich los und macht kurzen Prozess mit dem braunen Mantel. Braucht also nur 2 Hiebe etwa für ihn, was überaus schnell ist. Nun zum Pylon-Zombie. Der hält auch nicht lange durch. Wir sehen es schon. Die Zombies sind in der Lage, auch den Tiger aufzufressen, so wie es jetzt gerade der Zeitungszombie in der allerersten Reihe getan hat. Und da haben wir jetzt die verbesserte Variante. Das ist auch den wir auf dem Thumbnail drauf haben. Denn mit der Zeit werden diese süßen, ja, grünartigen Tiger zu einem aggressiven, orangenen Tiger. Nochmal langsam, da sehen wir ihn. Und er hat nochmal einiges mehr an Power und hält auch mehr aus. Das heißt, mit der Zeit kriegt das Tigergras eine Evolution, wodurch der Grastiger noch um einiges mächtiger wird. Oh oh, da kommt jetzt ein Gargantua. Dann setzen wir mal lieber 2 Grastiger. Und wir sehen es schon, vom Schaden her ist es durchaus akzeptabel. Wir sind hier immer bei einer Level 1 Pflanze und die Zombies, ein Eimer-Zombie, hält schon einiges aus. Jetzt mal gegen den Gargantua. Der Junge muss einiges einstecken, wie man sieht. Zerfetzt zwar ein Grastiger nach dem anderen, aber so schnell wie die nachkommen, hat er da gar keine Chance und er ist besiegt. Noch eine wichtige Besonderheit dabei ist, dass der Grastiger in dem Gras, selbst wenn er besiegt wird, noch die gleiche Stärke hat. Das heißt, wenn er einmal zum orangen Tiger angewachsen ist, dann bleibt er auch so lange, bis das Gras tatsächlich zerstört wird. Aber gut, jetzt zur Mission Nummer 2. Mission Nummer 2, wir begeben uns auf die Schiffsplanken. Und haben jetzt einen Spezialdinger und können dann jetzt auch noch schauen, was da mit dem süßen Grastiger passieren wird. Pflanzen wir uns erstmal unsere Sonnenblumen und die Erbsenkanone bzw. Duplinator werden wir jetzt gar nicht einsetzen, nur der Grastiger wird kommen. So, normalerweise müsste jetzt der Grastiger den Zombie angreifen, wenn er sich auf diesem Feld hier befindet, aber... Oh, er macht das sogar. Oh, wunderbar. Der nächste kommt. Aber natürlich kann er jetzt Zombies nicht angreifen, die sich jetzt auf diesem Feld in der Luft befinden, weil in der Luft schweben kann er jetzt nicht, aber so sehr mächtig. Und er hat sich schon entwickelt, ausgezeichnet. So, da kommen jetzt eine Menge Zombies und jetzt, Leute, zeige ich euch mal den Spezialdünger-Effekt von dem Grastiger. Also, da ist die wilde Bestie. Und wir sehen es schon, einmal Zombies haben es gegen ihn sehr, sehr schwierig. Nahezu unmöglich, den zu töten. Zu zweit greifen sie ihn an und beide werden sie zerfetzt. Auch hier das Gute, macht ihr einmal einen speziellen Effekt auf das Tigergras, dann bleibt der Grastiger innen drin so lange allmächtig, bis das Gras tatsächlich zerstört wird. Auch das ist eine spezielle Besonderheit, hauen wir mal alle raus hier.
Und jetzt sehen wir zu, wie die Zombies nach und nach zerfetzt werden. Na kommt, schickt mir ruhig noch mehr Zombies. Ich habe keine Angst vor euch und der gefährliche Grastiger ohnehin nicht. Auch da wieder die Eimer-Zombies. Zu zweit greifen sie ihn an. Können sie ihn besiegen? Und da die ganzen Wichte, WTF. Der wurde tatsächlich mal besiegt. In der untersten Reihe. Ah, gefährlich. Er hat nichts gemacht. Okay, da müssen wir mal nachhelfen. Ja, das ist auch eine Schwäche, die ich direkt darauf zu sprechen komme. Denn der Grastiger ist unglaublich stark gegen einzelne Zombies, vielleicht auch gegen zwei, drei. Allerdings hat er eine große Schwäche gegen sämtliche Hühnerzombies und auch die Wieselzombies. Das heißt, auf Ansammlungen von kleinen und vor allen Dingen sehr flinken Zombies, da müsst ihr ihm etwas Support leisten. Das bringt allerdings auch schon eine extrem interessante und mächtige Kombination zum Anschein, denn ich könnte mir ultra gut vorstellen, wenn so die Pokra vor ihm steht, ihn beschützt und vor allem die ganzen kleinen Zombies eliminiert und ihm die notwendige Deckung gibt, dann kombiniert mit dem Krasstiger, der sich von hinten anschleicht und die Zombies zerfetzt, dann könnte es noch um einiges mächtiger werden und eine perfekte Kombination werden. So, komm, die Kanone ist lame, die hauen wir jetzt noch weg und dann gehen wir auch direkt weiter zur Mission Nummer 3. Mission Nummer 3 in den Frostbeulenhöhlen. Schauen wir mal, wie sich das Tigergras hier schlagen wird. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal die Minze dabei. Da gibt es eigentlich auch nicht besonders viel zu sagen. Ja, was macht eine Minze? Sie verstärkt natürlich die gesamte Familie, das heißt sämtliche Pak-Choys, Wasabi-Peitschen und auch das Tigergras. Lässt es länger durchhalten, das heißt die Ausdauer steigt noch um einiges und die Reaktionszeit wird auch erhöht. Aber das ist nur Theorie, wir schauen uns jetzt die Praxis an. Der Dodo, er wird ebenfalls getroffen, das heißt auch Zombies, die in der Luft sind, werden vom Tigergras angegriffen. Also, hauen wir jetzt mal die Minze raus. So, und jetzt ist es gebufft. Und ja, man sieht es von der Angriffskraft her. Ein einziger Hit für den Pylon-Zombie, auch wenn er klein ist, das spricht für ihn. Und auch für den normalen Pylon-Zombie braucht das Tigergras nicht besonders lange. So, Entwicklung abgeschlossen, sehr schön. Vielleicht sehen wir es nochmal. Er wird jetzt gleich, jetzt wird er aufgemampft. Jetzt müsste eigentlich da nochmal derselbe rauskommen, der so stark ist. Ja, er bleibt so stark. Das heißt, einmal entwickelt, dann erschafft das Gras einen ebenso mächtigen Tiger. Und das ist natürlich die absolute Killerbestie. Da müsste schon Gargantua kommen, um ihn zu vernichten. Normale Zombies haben es da unglaublich schwer mit ihm. Auch noch hier aufgepasst in der ersten Reihe. Normalerweise müsste ja sämtliche Pflanzen, die von diesem Eisklotz weggeschoben werden, komplett zerstört werden. Das trifft nicht auf den Grastiger zu. Er überlebt das tatsächlich. Und dann müsste er auch in der Lage sein, ein Piano-Zombie zu eliminieren. Also das heißt, den zu überleben. Ja, der Gargantua gegen die wilde Bestie wurde auch besiegt. Also er macht auf jeden Fall bisher schon mal einen sehr starken und zuverlässigen Eindruck von dem, was er macht. Ob man ihn nun mit einem Pak Choi, mit einer Wasabi-Peitsche oder einer Pokra kombinieren möchte, das spielt dann keine Rolle. Aber ein bisschen Support sollte man auf jeden Fall für den nächsten Nahkampf noch geben. Denn er ist ja auch sehr gut auf der Ferne einsetzbar. Die Felder sind auf jeden Fall hier mehr als ausreichend. Und so wird auch der mächtige Gargantua fallen. So, zurück. Ab ins Gras mit dir. Hui. Momentan besiegt. Das war jetzt vielleicht nicht so optimal. Da kommt die Bestie. Und der Gargantua ist gefallen. Ebenso wie der Wicht. Sehr schön. In der nächsten Mission werden wir das Tigergras auf Stufe 10 sehen. Was das dann für eine unglaubliche Kraft hat, wollt ihr sehen? Na dann, lasst dem Video jetzt mal einen Daumen da und bleibt dran, Leute. Wir sind im Level Nummer 4. Jetzt haben wir das Tigergras auf Level 10. Welche Zerstörungskraft wird es wohl jetzt haben? Und wir sehen schon mal, das Aufladen der Pflanze ist jetzt ultra schnell. Schon mit einem Pak Choi definitiv zu vergleichen. Aber ist ja auch klar, 10 Level ist ja auch das Heftigste, was im Prinzip eine Pflanze haben kann. Wir kombinieren jetzt mal das Tigergras mit dem Pak Choi. Und wollen wir mal sehen, wie gut die beiden harmonieren werden. Na, da sind wir jetzt fertig. Ein paar Pak-Choys. Auch eher eine goldene Pflanze. Also vom Level her absolut auf einer Ebene. Na komm, auf den Zauberer. Kurzen Prozess. Und wir sehen jetzt schon die unglaubliche Zerstörungskraft. Dass das Tigergras immun ist gegen sämtliche Gaukler, ist auch noch ein zusätzlicher Vorteil. So, jetzt, wie lange hält es da tatsächlich durch? Es sind zwei Ritter-Zombie. Und er ist immer noch
am Kämpfen. Einer wurde besiegt. Kriegt er sogar beide besiegt. Nein, beide nicht, aber es war unglaublich knapp. Und da kommt direkt schon die nächste Schmusekätzchen raus. Also auch da, die Nachspawnzeit ist dann noch um einiges erhöht. Jung, ich denke mir mal, über den Spezialjünger brauchen wir nicht drüber zu reden dann. Das wird wahrscheinlich alles aushalten. Ja, das zerfetzt die Zombies in Windeseile, also Level 10. Sowohl in der Pennyjagd als auch in der Arena. Ich denke mir mal, da werden die Zombies keinen Spaß mit haben. Es metzelt sich durch mit dem Pactual, der kommt gar nicht zum Zug der Gargantur. Ist schon down, Leute. Was eine pure Zerstörungskraft. Nur auf unsere Nuss aufpassen, da kommen jetzt eine Menge Zombies. Aber wir haben ja auch noch Nüsse zum Nachpflanzen. Na, wo ist mein Tigergras denn da? Hallo? Eingeschlafen oder wie? Das ist irgendwie, glaube ich, ein Bug, da kommt gar keins mehr raus. Nee, irgendwie verstopft anscheinend. Ich weiß nicht, was da passiert. Aber da kommt keins mehr raus, oder? Naja, es wird auch so funktionieren. Die Gargantuas werden sie eine Chance haben. Da muss schon der Wicht kommen. Er hat auch keine Chance, nein. Also perfekte Verteidigungslinie. Das ist eine mega Pro-Kombination, Leute. Dann auf in die letzte Mission zum Tigergras. Und damit sind wir in der letzten Schlacht zum Tigergras. Wir nehmen uns jetzt mal noch das Tigergras im Imitator mit, um möglichst viel Tigergras aufs Feld zu bekommen. Und das möglichst schnell. Also Sonnenblumen bereiten die notwendigen Mittel dafür vor. So, wird der Tiger vernichtet? Nein, er wird tatsächlich nicht verbrannt. Das heißt auch da schon mal gegen den Entdecker-Zombie eine gute Lösung. Gegen Football-Zombie, wie schlägt es sich da? Auf jeden Fall nicht verkehrt. Und da haben wir jetzt die große Schwäche, nämlich ja, das Wiesel. Das konnte ziemlich stark das Tigergras beschädigen und der Papagei nimmt es einfach mal mit. Da sehen wir jetzt die einige Schwächen von dem Tigergras. Na gut, gegen den hat das auch nicht so wirklich eine Chance, ist auch klar. Na dann, kommt doch mal große Schmusekätzchen raus. Ja, sehr gut. Mehr davon pflanzen. So. So leicht lässt sich das Tigergras nicht beeindrucken. Haben wir alles? Ich denke, hier könnte man noch was machen. Ja, okay. Der Gargantur, wie lange wird er durchhalten? Mit zwei von den mächtigen Bestien. Also tatsächlich, einen Hieb überleben die sogar noch. Sehr cool. Ah, mal sehen. Das ist jetzt hier doch etwas heftiger als erwartet. Okay, der Zombie verbrennt uns direkt. Na gut, die Reihe ist verloren. Also direkt reinspielen solltet ihr das nicht. Aber ich denke mal, wir sind uns einig. Das Tigergras ist eine unglaublich mächtige Pflanze. Eine, ja, wie ich finde, sehr gute Ergänzung. Zu Pak Choi, zur Wasabi-Peitsche. Und ja, liebe Fans der Pflanzen und Zombies, das war mein Tipps und Tricks-Video zum Tigergras. Wir haben gesehen, was es für verschiedene Verwandlungen vom Tigergras gibt. Es ist auf der einfachsten Stufe schon ziemlich mächtig, wächst dann nochmal um einiges stärker im Gras heran. Und wenn ihr mit einem Spezialjünger ausrüstet, da hat kein Zombie mehr mit Spaß. Das Gute ist, wird der Tiger zerstört, das Gras bleibt allerdings bestehen, dann bleibt die Stärke des Tigergrases insgesamt beibehalten. Mit einer guten Kombination aus Pak Choi, Wasabi Peitsche oder Pokra, die es vor großen Ansammlungen von einzelnen Zombies schützt, ist das Tigergras eine sehr gute Kombinationspflanze. Als Brutalo-Pflanze auf jeden Fall eine absolute Bereicherung für diese. Ich bin echt gespannt, wenn wir nächste Woche diese Pflanzen in der Arena zocken werden, um uns anzuschauen, wie gut ist das Tigergras bei hochkarätig aufgelevelten Zombies. Aber yo Leute, wenn euch das Video zum Tigergras gefallen hat, dann lasst unserem Kanal Raikwaza und Bay noch gerne ein fettes Abo da. Würde mein Bruder und mich mega freuen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und bis zu der nächsten spannenden Episode von Plants vs. Zombies 2. Passt auf eure Gehirne auf, euer Bane. Ciao!